Gefühle, ich halte sie zurück, doch warte auf den Zeitpunkt, den Damm zu lösen. Denn der Druck, er macht mich kaputt, drüber reden wollte ich mir nie angewöhnen. Jetzt trage ich die Konsequenz, sollte nicht hinterfragen, warum sie nicht verstehen, was ich ihnen sage. Doch ich brech heute die Blockade. Das Licht meiner Hoffnung spaltet sich in Form meines Prismas. Zu der Zeit konnte ich es nicht verhindern. Die wichtigste Person in meinem Leben ist beschädigt durch ein Aneurysma. Wär sie nicht da, dann hätte ich von ihr nie das Gehen gelernt. Ich glaub, ich lebe verkehrt, denn dieselbe Person sitzt im Rollstuhl, verstehst du meinen Schmerz? Ich musste früh schon Verantwortung haben, doch frag mich bis heute, wer bin ich? Will mich daneben benehmen, doch in meinem Alter bist du nicht mehr kindisch. Habe spät realisiert, dass Freunde verlieren für mich ein Gewinn ist. Am Ende geht's nur um das Business, und da denk ich so, weil ich einfach zu blind bin. Sag mir, was bleibt übrig von Loyalität, wenn sie dich doch verraten? Sag mir, wem vertraust du ihr mit dem Gewissen, dass sie dir nicht schaden? Sag mir, wer begleitet dich nicht an guten, sondern an schlechten Tagen? Sag mir, würde ich meine Erfahrung erzählen, könntest du sie vertragen? 2012, als Mama erkrankte, hielten wir als Familie zusammen. Seitdem stehe ich Seite an Seite vereint mit meinem kleinen Bruder. Er war noch 5, als alles geschah, mit mir bleibt er jetzt behutsam. Achte auf seine Karriere, deshalb hörte ich auf mit dem Fußball. Unterstütze sein Potenzial, ich sah die Gabe, die Gott ihm gab. Und jedes Mal, wo der am Boden lag, sag ich zu ihm, versuch es nochmal. Denn wir müssen stark bleiben, keine Anzeichen von Trauer. Aber ich kann es nicht abweichen, muss auf Blatt schreiben, was ich mauer. Das Leben zwingt mich auf meine Knie, deshalb bete ich dann mon ami. Papa ist mehr Macher, als ich es jemals sein kann, und das ändert sich nie. Mein Bruder begleitet seit klein auf, bis er bei Köln seinen Vertrag unterschrieb. Heute liegt er auf intensiv, so wie Mama 10 Jahre dazwischen liest du Ad immer wie. Ich musste früh schon Verantwortung haben, doch frag mich bis heute, wer bin ich? Will mich daneben benehmen,